Oh Mann, ist das crazy. Diese Arena ist übel. Nicht zuletzt durch den Levelunterschied, aber. Oh. Was eine Kombi. Und hier ist sogar mal ein Milotic. Ich versuche mal einen Drachentanz. Ich gehe das jetzt mal anders an. Ich probier's wenigstens. Wenn die mich nicht angreifen sollten, dann kann das was werden. Regentanz ist schon mal eine verschwendete Runde. Agilität ist auch eine verschwendete Runde. Und da ist es eben, was ich meinte. Jetzt bin ich schon mal stärker. Kann hier vielleicht mit Schlitzer auch ein bisschen mehr reißen. Ich hoffe, dass ich trotzdem noch schneller bin. Zack! Okay, es geht auf Bumble. Es geht auf Bojelin. Gut so. Ach, das war jetzt auch nicht viel mehr, als ich wollte. Ich bin sowas von nervös in dieser Arena. Das ist auch nice. Mann. So, das würde ich natürlich auch gerne treffen wollen. Jetzt pass auf. Also erstmal Drachenpuls und weiterhin der Eisstrahl. Ja! Das kommt schon mal an. Ja, das wird jetzt auch reichen dann mit Eisstrahl. Damit nur noch ein Pokémon auf dem Feld, denke ich. Das Milotic war ja vom anderen, wo ich noch nichts weg habe. Funktioniert ganz gut bisher. Oh nee, stimmt! Das ist ja kein Kampf, bei dem ich zwei Trainer habe. Das ist ja nur ein Typ. Das bedeutet, es kommt trotzdem das zweite Pokémon rein. Ich vergaß. Shit. Oh. Leider eine starke Waffe von mir genommen worden. Drachenpuls und hier Funkensprung. Zum Glück bin ich durch Drachentanz in der Position, dass ich auch zum Angriff komme, damit ich hier was versuchen kann. Das ist in Ordnung. Das ist definitiv in Ordnung. Leider ist jetzt auch das Pokémon down. Oh. Also im Zweifelsfall muss ich mein Bojelin wiederbeleben. Mal sehen, ob ich es schaffe. Das könnte jetzt klappen. Ich will nicht, dass ein Trank kommt. Ich will auf keinen Fall, dass ein Trank kommt. Oh, reicht das? Reicht das? Reicht das? Oh mein Gott, das könnte aber jetzt mein Magneton rausnehmen. Fuck. Ah! Es wird eng. Es wird eng, Leute. Es wird eng. Ist das alles hier böse? Ist das alles hier böse? Verdammt. Ich gehe mal auf. Oh, ich werde an die Wand gespielt. Meine besten Pokémon für diesen Kampf sind tot. Scheiße. Spul das mal schnell, bitte. Ich hoffe, Altaria greift nicht immer an. Tut es, das habe ich verloren. Oh, fuck. Zum Glück macht das kaum Schaden. Zum Glück. Der Drachenpuls von Altaria ist genauso scheiße wie der von Scharfax. Oh Mann, die Hydro-Pumpe ist viel zu heftig. Dann muss ich jetzt leider den Top-Belay benutzen, anders kann ich das jetzt nicht mehr gewinnen, oder? Ich brauche den Top-Belay jetzt, glaube ich. Oder ich könnte jetzt mal Leech Seed benutzen und hier Poison fangen. Ich probiere es erstmal noch weiter. Ja, okay. Es wird Zeit. Ich brauche ein Heil-Item. Ich muss ein Pummel überleben, sonst verliere ich das.
Oh, ich könnte auch auf Risiko. Solcher. Ah, da gehe ich auf Full Risiko. Gehe ich auf Full Risiko. Ich gehe auf Full Risiko, Leute. Ich mach das jetzt. Ich will kein Item benutzen. Ich gehe auf Full Risiko. Das kann jetzt reichen. Das kann jetzt reichen. Ich hoffe, mein Pokémon überlebt diesen Angriff. Ich hoffe, mein Pokémon überlebt diesen Angriff. Oh Mann, spiel ich mit dem Feuer. Spiel ich mit dem Feuer gerade. Das Problem ist, der nächste Angriff würde reichen. Was mache ich denn jetzt? Alter, was mache ich gerade für Aktionen, Leute? Was mache ich gerade für Aktionen? Was mache ich gerade? Versuche ich gerade ernsthaft irgendwie noch mit dem Pokémon das rumzukriegen? Das geht nicht. Das geht nicht. Ich muss ein Pokémon beleben, sonst verliere ich das. Sonst verliere ich das. Es greift konsequent an, leider. Und natürlich könnte selbstverständlich sofort ein Crit kommen, ist ja auch klar, oder? Das vergesse ich an dieser Stelle auch nicht. Mit dem Crit hätte ich verloren. Mit dem Crit hätte ich verloren. Okay, ich muss ein Pokémon beleben. Ich muss ein Pokémon... Irgendeins belebe ich jetzt. Und jetzt wird es ja durch Perry Song rausgenommen. Was? Wie? Ich muss jetzt ein Pokémon reinschicken? Was? Ich will doch gar keins reinschicken. Ach so! Ah! Weil es ein Doppelkampf ist. Weil es ein Doppelkampf ist, muss ich jetzt eins reinschicken. Na klar. Ich dachte, ich muss nur mit dem einen noch drin bleiben. Ah. Was für ein Kampf. Was für ein Kampf. Ja, das kannst du laut sagen. Also diese Arena, was ich hier für Kämpfe habe, das ist ja nicht normal. Jetzt komme ich zum Leiter, oder? Da oben dürfte der Arenaleiter sein dann. Oh. Knackrack. Knackrack. Also wenn ich da eine Eisattacke durchbekomme, das wäre ja schon was. Oh je. Oh Leute. Oh wow. Ey. Ich habe Respekt vor diesem Kampf. Ich habe einen heiden Respekt für diesen Kampf. Ich werde direkt mit Bourgelet angreifen. Komme, was da wolle. Oh, das war Libeldra. Was ist das für eine Musik? Wieso kommt eine andere Musik? Und warum ist es Pure? Seit wann hat Pure denn ein Bild von sich da? So, normalerweise hat Pure nicht mal ein Bild von sich. Es war doch klar. Es musste irgendeine Person sein, die ich schon kenne. Und jetzt ergibt das auch Sinn, warum Pure gesagt hat, sie möchte keine Arena-Orden mehr sammeln. Erinnert ihr euch, was sie beim Leuchtturm gesagt hat? Dass sie keine Arena-Orden mehr sammeln möchte? Kein Wunder, sie ist selbst Arena-Leiterin geworden. Deswegen hat sie es aufgegeben. Oh, ich mach dich so kalt, das glaub mir mal. Direkt Brutalander. Los geht's! Der siebte Arena-Kampf kann beginnen. Instant-Eistrahl. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Dass ich jetzt... Oh Mann. Dass ich jetzt paralysiert bin, ist ein Ass-Move. Wie mache ich das denn am besten? Super! Super! So, jetzt kann ich die Chance nutzen, um mich erstmal von der Paralyse zu erholen. Ja, ich nehme gleich einen Full Heal. Es ist die Frage, kommt nochmal ein Trank? Wenn kein Trank kommt, ich möchte meine Eissträhne nicht verballern. Nein, das ist wieder die Tasche. Ich habe immer so viel Angst, dass ich in die Tasche flüchten muss. Genau, ich muss meine Eissträhne aufsparen.
Dragonier. Ich will erstmal probieren, ob ich es auch mit anderen Pokémon schaffen könnte. Denn ich kann mich nicht nur auf Bojolin verlassen. Das kann ich nicht. Ich muss auch mit den anderen mal probieren, ob es geht. Abgesehen davon macht es die Sache interessanter, als wenn ich es nur mit einem Pokémon angehe. Na, guck mal einer an, Leute. Guck mal einer an. Und jetzt habe ich sogar noch einen Fassade-Boost. Diesmal habe ich es nicht vergessen, dass Fassade so funktioniert. Komm durch, komm durch. Ich sehe schon, worauf sie geht. Sie möchte unbedingt Statusveränderungen bei mir erzeugen. Bisher hat sie damit keinen Erfolg. Ich komme gut durch. Und ich habe sie vor allen Dingen selber in einen Eisblock gesperrt. Also ich habe auch eine Statusveränderung herbeigeführt. Es läuft. Es läuft bisher perfekt. Sie weiß ja noch nicht mal, dass sie mir mit der Paralyse geholfen hat. So, das ist also ihr stärkstes Pokémon, nehme ich da mal an, klar. Was ist denn ihr viertes, frage ich mich. Mir hilft es sehr gut, dass Drachen so anfällig sind auf Eis, weil die meisten noch in zwei Typen wie Flug oder Boden oder irgendwas haben. Da komme ich dann logischerweise gut mit klar. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich hier irgendwie zum Angriff komme noch. Oh Gott, das greift jetzt konsequent mit Erdbeben an. Das greift konsequent mit Erdbeben an. Yes! Ich bin durchgekommen. Ich bin mir fast zu 99,9% sicher, dass ich niemals ohne den Fassade-Boost, also durch Paralyse, hätte das niemals gereicht. So, das wollte ich sagen. Niemals hätte das sonst gereicht. Lapras. Warum schon wieder Lapras? Lapras kam doch erst in der Eisarena. Ich verstehe nicht diesen Lapras-Hype. Surfer, das war klar. Komm. Du magst es, mich mit Statusveränderungen zu nerven, dann tue ich das jetzt genauso. Ich habe alles bis auf Lapras runter und Lapras habe ich schon öfter besiegt. Das kann schon gut das Ende bedeuten. Das kann schon gut das Ende bedeuten. Interessant ist, dass Lapras in der Eisarena als erstes Pokémon reingeschickt wurde und hier als letztes. So, jetzt ist die Situation folgende. Ich glaube, es kommt ein Trank, wenn ich jetzt nicht Glück habe, dann, ja komm, ich versuch's wieder über Fassade-Schaden und hoffe, dass ich schneller bin. Das war's, glaube ich. Das war's, glaube ich. Diese Arena habe ich gerockt. Pure, du bist ein Nichts. Verpiss dich. Diese Arena habe ich richtig gut gemeistert. Und das Lustigste ist, Die Vortrainer haben mir mehr Probleme gemacht als die Arenaleiterin. Wieso bekomme ich nochmal Drachenklaue? Ich bin mir sehr sicher, dass ich Drachenklaue schon mal so als TM gefunden habe. Hundertprozentig bin ich mir da sicher. Boah, das war ein Erlebnis. Ich habe sie pulverisiert. Man muss es so sagen, wie es ist. Ich habe sie pulverisiert. Was ist das denn? Wie hieß der Ort überhaupt nochmal? Mind-Eye, ne? Mind-Eye-Batch. Diese Frau habe ich auseinandergenommen gerade. Was hat sie überhaupt denken lassen, dass sie eine Chance hat? Sie hat doch schon so gegen mich die ganze Zeit verloren. Was? Der Leiter ist ein Kind? Ja, sieht wohl so aus. Oliver! Die kommt nochmal an. Bitte gehe zur Half-Life... Wieso? Half-Life-Cave, natürlich. Du hast da was versteckt, ja? Du gehst schon mal vor. Jokes on you, ich gehe noch nicht dahin. Ich hau jetzt nämlich ab und gehe zum Rätselmeister. So sieht's mal aus. Ja, ist ja egal, was ich wegschmeiße gerade. Warum überlege ich da? Ich brauch's ja bloß kurz.
schaut euch meine neuen spaßigen Teammitglieder alle auf Level 5. Ja, es sind ja nicht mal Teammitglieder, es sind ja nur Pokémon, die in der Box verschimmeln werden. Das nenne ich ja nicht Teammitglied, sowas. So. Rätselmeister war in Redwood City, war das da? Jetzt muss ich gerade selber nochmal überlegen, wo das war. Nee, das war es nicht. Das war die Stadt, die scheiße ist. Marvel City war das doch. Nee, das war auch was anderes. Ah, letztes Mal ich die Stadt auf Anhieb gefunden war. Nee, wie war's? Ist es die? Nee. Wo war die Stadt mit dem Rätselmeister? Doch, ist es die? Nee, das war auch eine falsche Stadt. Städte. Get your cities straight. Da, hier! Pine Aroma Villa. Das war das Dorf, genau. Das war dieses komische Pupsdorf hier. Und die Taube muss wieder weg. Tschüss, Taube. So, darf ich bitte ein besseres Rätsel als das letzte haben, wo ich nur durch Trial and Error irgendwo hinkam? Dankeschön. Hauptsache, Rafina ist jetzt auf Level 53 und manche noch auf Level 50.